Ha! Wenn ich so auf meine Uhr gucke, Freunde, dann ist es Zeit für Nacht Nummer 5 in Five Nights at the Krusty Krab. Ich weiß nicht genau, welcher Horror sich in dieser fünften Nacht zutragen wird, Freunde. Aber es wird bestimmt nicht gesund. Werden wir endlich einen Jumpscare finden? Werden wir einem Jumpscare begegnen? Uns einen Jumpscare einfangen? Hä? Ich weiß es nicht, die ersten vier Nächte ist ja nichts passiert. Aber Freunde, habt keine Angst. Ich bin ja da. Euch passiert nichts. Ich beschütze euch, weil ich habe vor nichts Angst. Oh mein Gott, Freunde, meine Zimmertür ist gerade aufgegangen. Das sind bestimmt Einbrecher. Freunde, damit herzlich willkommen bei eurem Schulfrau und herzlich willkommen zur fünften Nacht von Five Nights in der Krossen Krabbe. Ja, wir haben die ersten vier Nächte hinter uns gebracht. In den ersten vier Nächten ist absolut Zero passiert. Wir waren absolut safe die ganze Zeit. So, pass auf, ich mach direkt hier auf Cam 7 diese Tür wieder zu, damit das Drecksvieh nicht hier reinkommt. Vergesst ihr natürlich, wie immer nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, Freunde. Ich würde mich riesig freuen. Und wir versuchen jetzt einfach mal diese Nacht hinter uns zu bringen. Ich hoffe ja, dass in der fünften Nacht jetzt mal was passiert. Und die Frage ist ja auch, ist die fünfte Nacht wirklich die letzte Nacht? Oder kriegen wir hier in noch irgendeiner Nacht richtig einen auf den Senkel? Gibt es eine sechste Nacht? Man weiß es nicht. Und irgendwer hatte mir in die Kommentare geschrieben, dass ich vermutlich in der letzten Folge Sandy in diesem Raum eingesperrt habe. Weil ich habe ja die Tür dann zugemacht. Und oder dass ich wen anders da drin eingesperrt habe, weil Sandy war ja eigentlich hier. Und dass deswegen die Lichter als geflackert haben. Ich weiß es nicht genau, aber naja. Auf jeden Fall haben die Lichter geflackert und es war ziemlich ungeil. So, bis jetzt ist hier noch alles ziemlich ruhig. Wir haben noch keine Action. Wir haben auch noch nie Patrick oder SpongeBob hier oben an den Türen gesehen, ne? Ich frage mich auch, wie die beiden agieren. Ich meine, wir wurden bis jetzt eigentlich von keiner Animatronic richtig angegriffen. Ich meine, es wäre natürlich eine ganz schöne krasse Errungenschaft, wenn wir es durch dieses Spiel durchschaffen, ohne ein einziges Mal gejumpscared zu werden und zu sterben. Das fände ich ziemlich krass, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Weil ich würde gerne mal einen Jumpscare abkriegen, weil... Oh Gott. Hä, wieso flackert das denn trotzdem? Ich habe den Raum doch gesaved. Seht ihr, das verstehe ich nicht. Okay, es hört auf. Weil die haben ja gesagt, jo, und den Raum musst du aufpassen, die gehen da rein, die klauen dir deinen Strom und so. Und ich habe den Raum ja jetzt gesichert, ich habe die Tür direkt zugemacht. Sandy stand schon davor, aber die ist ja nicht reingekommen. Aber trotzdem flackert das Licht. Ich verstehe nicht, warum. Keine Ahnung. Okay, wir haben jetzt 2 Uhr. Es hat sich immer noch keine Animatronic bis hier hochgewagt. Die denken sich immer noch so, ja, okay. Wir haben den 4 Nächte in Ruhe gelassen, dann lassen wir ihn die 5. Nacht einfach auch in Ruhe. Seine Krabbenburger wollen wir auch nicht. Wir beschützen nämlich die geheime Krabbenburger-Formel. Niemand darf sie haben. Und auch Thaddäus war immer noch nicht hier. Okay, oh, jetzt ist Thaddäus da. Alles klar. Ich wollte gerade schon sagen... Thaddäus war ja in der letzten Folge ziemlich oft hier oben und er war bis jetzt noch kein einziges Mal da und schon zeigt er seine hässliche Fratze vom Fenster. Richtig schön, ich freue mich. Okay, beginnt jetzt langsam hier die Action. Wir haben noch 63% Energie, ich weiß, ihr könnt es nicht sehen, weil mein Gesicht im Weg ist. Aber wir haben noch 63% Energie und wir haben jetzt 3 Uhr, das heißt, wir werden absolut keinen Energiemangel haben. Ich glaube, ich könnte jetzt auch fast schon alle Türen zumachen und könnte einfach hier sitzen bleiben und die Nacht zu Ende gehen lassen, das werden wir aber nicht tun. Aber wir brauchen ja die Herausforderung, Freunde. Also die haben wirklich viel zu viel. Also steht wirklich viel zu viel Energie zur Verfügung in dem Spiel. Ohne Scheiß. Ich meine, mit weniger Energie wäre das viel, viel spannender. Weil dann könnte man sich irgendwann wenigstens nicht mehr verteidigen. Und so hast du Energie bis nächstes Jahrhundert, Alter. Oh, Patrick ist da. Okay, wir machen dazu. Hier flackert das Licht. Guck mal, wir machen nochmal auf, Guck mal, da ist er. Oh! Wir lassen das zu. Okay, wir sind jetzt bei 50% Energie. Ist alles safe soweit? Ich weiß nicht, ist er noch da? Ich glaube schon. Okay, drüben ist noch alles safe. Die Tür ist sicher. Wir haben 48%. Sandy ist nicht da, was mich wundert. Die war ja sonst immer quasi als allererstes hier. Und hat... Oh, alles klar. So, warte mal, ist Patrick noch da? Ne, Patrick ist weg. Okay, dann können wir hier aufmachen. Der Sandy bleibt hier auf jeden Fall. Ja, Sandy bleibt auf jeden Fall da. Da können wir eh nichts machen jetzt. Sandy chillt jetzt so oder so vor der Tür. Die wird auch, glaube ich, nicht mehr weggehen. Das war bis jetzt in jeder Folge so. Wenn Sandy einmal da war, ist sie nicht mehr weggegangen. Was ich auch ein bisschen krass finde, Alter. Absolute Todesbelagerung hat man dann hier. Aber egal. Dann müssen wir halt wenigstens nur die linke Tür beobachten und zwischendurch mal Thaddäus anleuchten. Aber mit dem Spotshop hatten wir noch kein einziges Mal Probleme, ne? Naja.
wenigstens einer, der die Füße stillhält und uns nicht auf den Senkel geht, Mann. Ah, oh, jetzt flackert das Licht halt so nervig. Der Hackfleisch hasst nette Hacker, Freunde. Okay, da ist... Na komm, hau ab! Hau ab! Ach, egal, bleib halt... Ah, jetzt geht er natürlich weg. Wenn ich mir denke, egal, dann haut er ab. Okay, aber wenn Sandy hier ist, Leute, dann können wir eigentlich hier drüben die Tür aufmachen. Weil ich glaube, Sandy ist die Einzige, die da reingeht und Stunk macht. Also glaube ich. So, die Uhr springt um, 5 Uhr. Und das ist jetzt schon die letzte Stunde. Und danach haben wir auch schon die fünfte Nacht hinter uns gebracht. Dann haben wir überlebt, dann sind wir durch. Eigentlich. Oh, wir hören nice Musik. Oh, das Licht flackert auch so extrem laut. Denn man hört die Musik fast gar nicht dadurch. Richtig übel. Okay, es sieht alles gut aus, Freunde. Also, wir haben die Nacht auf jeden Fall safe hinter uns. Nacht Nummer 5 auch locker nach Hause gefahren. Ohne irgendwelche Probleme. Finde ich ein bisschen krass eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass wir voll auf die Nüsse kriegen. In der fünften Nacht wenigstens. Oder im ganzen Spiel eigentlich. Weil bei FNAF-Spielen gibt es ja eigentlich immer, gut einen unter den Deckel, du. Okay, aber gleich müsste die Uhr umspringen. Come on. Wir haben noch 13% Energie. Also die Energie ist wirklich genauso berechnet, dass du dir wirklich... Hä? Du kannst wirklich alles in Ruhe abdecken. Und kommst mit deiner Energie genau hin. 6 Uhr, Nacht Nummer 5 über die Bühne gebracht, Leute. Kriegen wir noch eine Nacht mehr? Das ist jetzt die wirklich wichtige Frage. Nö. Ah doch, Continue, Night 6. Seht ihr es da? Es gibt eine Nacht Nummer 6, die wir in diesem Spiel noch über uns ergehen lassen können. Das Spiel war bis jetzt ja relativ low, also es ist ja wirklich extremst einfach, muss man ja einfach mal so sagen, ne? Da können wir auch mal als Kritik an die Entwickler geben, das Spiel ist ja jetzt schon relativ alt, ne? Also ist jetzt kein neues FNAF-Fangame, aber die Games müssen schwierig sein. Guck mal, wir haben jetzt 5 Nächte geschafft, Nacht 1, 2, 3, 4 und 5. Wir haben kein einziges Mal auch nur Probleme gehabt, ja? Wir hatten keine Energieprobleme, wir hatten keine Probleme damit, Animatronics abzuwehren oder Animatronics zu hören oder irgendwelche Schwierigkeiten. Das war absolut easy. Das war absolut easy going. Jetzt haben wir noch eine 6. Nacht und meine Hoffnungen sind sehr hoch, dass die 6. Nacht wenigstens ein bisschen schwierig wird, weil das ist wirklich mit Abstand bis jetzt, wirklich mit Abstand, und das ist bestimmt auch der Titel von dem Video, das einfachste FNAF-Game ever. Das einfachste FNAF-Game, was ich jemals gespielt habe. Weil eigentlich sind die Fangames sogar die einem noch mehr in die Fresse geben, wie die normalen Spiele. Und das hier ist einfach so, okay, alles klar. Bist du in der großen Krabbe? Hier hast du einen Krabbenburger und was zu trinken? Bleib einfach sitzen. Lass es dir gut gehen. Das ist gar kein Problem. Ich würde deshalb sagen, Freunde, wir gönnen uns einfach die 6. Nacht in einer extra Folge, ja, und hoffen, dass in der 6. Nacht richtig Eskalation ist hier und dass es vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Deswegen beenden wir an dieser Stelle jetzt diese Folge. Wir haben das Grundspiel durchgespielt, 5 Nächte in der großen Krabbe, locker easy überlebt, im einfachsten FNAF-Game aller Zeiten und hoffen, dass die 6. Nacht noch ein bisschen Terror für uns bereit hält. Ah, im nächsten Part von 5 Nächten in der großen Krabbe. Euer Truffer verabschiedet sich an dieser Stelle. Wir sehen uns in irgendeinem anderen Video auf diesem Kanal wieder. Macht's gut und bis dahin.